So, auf geht's mal wieder nach Wien. Montag ist immer so der produktivste Tag, aber das finde ich auch gut dran. Ich habe heute ein Shooting für die Börse und wir fahren jetzt nach Wien. Ist ganz dreckig. Wie neu. I'm tired of this place, I hope people change. I need time to replace what I gave away. Das ist das beste Navi der Welt. Die Brille regelt. Though I tried to resist, I still want it all. I see swimming pools and living rooms and airplanes. I see a little house on the hill and children's names. Servus. Servus. Super, dass das geklappt hat. Ich war mir jetzt nicht sicher, wo ich reinkomme. Ja, da. Da. Okay. Servus. Raphael. Christian, servus. Hi. Hallo. Der Wendel müsste mitkommen. Servus, Martina, grüß hallo. Dich. Hallo. Aufräumt haben wir jetzt nicht. Naja, das sehe ich. Ich mache so, dass man nicht sieht. Alles gut. Soll ich dir helfen, Martina, oder kannst du? Schauen wir mal. Das ist total schwierig. Das ist immer so blöd, ja. Sieht aus wie ein schwieriger Kanzler. Ja, ist es auch. Ja, und jetzt? Und jetzt sollte... Wie war denn das? Ja, wir sind letztes Mal auf YouTube, haben wir dann nachgeschaut, wie man den faltet. Ja, man findet ja alles auf YouTube. Ja, jetzt. Blindfold oder Backdrop Folding, ja. Mhm. Dann siehst du Videos, wo der dann das eben so nach hinten biegt und dann so... Ja, Anleitung ist gar nicht dabei, aber jetzt ist der Backdrop weg. Ja, aber das passt schon, das kriegen wir schon hin. Okay. Danke dir, gell? Tschüss. Danke. Baba. Tschüss. Du, tschüss. Wir bleiben im Tag, ja? Ja. Danke dir, gell? Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke dir. Ciao. Alles erledigt. So, ich bin angekommen in Berlin, kommt vielleicht etwas plötzlich, aber einige von euch wissen ja sicherlich schon, dass ich als Special Guest bei The Main eingeladen wurde. Und ich hatte heute einen etwas seltsamen Flug, denn ich bin ein bisschen spät gekommen. Ja gut, ein bisschen sehr spät, so circa 5 Minuten vor Boarding war ich am Flughafen. Und ich musste dann noch den Check-in machen und alles mögliche, weil das auf der Website nicht funktioniert hat. Wann kriegt eine Fluglinie das endlich hin, dass es auf deren Website der Check-in funktioniert? Wann? Und ich habe es noch irgendwie geschafft, an Bord zu kommen. Irgendwann werde ich einen Flug verpassen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das war jetzt das zweite Mal, dass das so knapp war. Aber ich habe es geschafft. Danke. Hier, für Ihre Sicherheit und für Ihren Komfort, wenn Sie etwas benötigen, so fahren Sie uns ruhig Flugzeit nach. Und ja, dann bin ich einfach nur mit dem Taxi hergefahren, bin ins Hotel eingecheckt. Hallo. Ich würde gerne einchecken. Hm? Und ein kleiner Fun-Fact, dieses Hotel hier ist dasselbe Hotel, bei dem ich in Berlin war bei den Videodays. Allerdings ist das hier ein anderes Zimmer, logischerweise. Aber es ist genau dasselbe Hotel. Ich werde mich dann wahrscheinlich jetzt gleich noch mit dem Basti treffen, also dem mit der zackigen Nase und noch ein paar anderen Leuten. Also mal schauen, was noch heute geht und morgen ist dann das Event. Thank you.
geht. Alles gut? Alles gut. Ja, hier kannst du echt filmen, wenn du jetzt reingehst. Das ist sick. Warte mal. Oh, nice. Hi. Waffen. PCs werden da aufgebaut. Sind aber fast fertig. Das ist die Twitch Launch. Da sind wir dann, ne? Genau. Seit wir auf der Gamescom das Ding. Wir haben gerade die Party geplant. Das hier ist halt Analyse-Ecke. Und ordentlich Gerät. Hier haben wir halt spare Teamkameras. Alter, ich grüße dich. Moinsen, Dude. Alles mit der klar? Kamera. Ja. Bewaffnet. So, hi, wir sind gerade beim Niklas in der Wohnung. Hallo. Wir sind gerade fertig geworden bei den Proben von dem Main für morgen und der Tobi ist jetzt auch schon hier. Hey. Und der Mitbewohner. Hi. Coco, say hi. Hallo. Ja. Yeah. Okay. So, und wir werden jetzt zwei Leute, nämlich Niklas und Tobi, auf Mission schicken, weil hier steigt morgen eine Party und es ist nichts hergerichtet. Und ich und Coco. Right? Natürlich. Ja. Wir werden hier aufräumen und ihr kriegt jetzt irgendwie so Einblicke von beiden, weil Niklas mal eine andere Kamera mitnimmt. Und ich glaube, es wird ganz cool und dann wünsche ich euch viel Spaß. Team Alkohol ist auf sich. Okay, wir fangen damit aufräumen. Ich hätte jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie mein komisches Leben so aussieht und wie man umgeht, wenn man eine Party plant, von der man einen Tag vorher erfahren hat, dass man 70 Leute einladen muss. 70 Leute? 70 Leute, Alter. Oh, GG, dann. And where are you from? From France, actually. Ja? Yeah? Yeah. From a town called Nantes. I don't know if you are familiar with France. No, not really. It's like on the west coast. Okay. Just south Britannia. Ah, okay. Kind of a big city, as we guys probably know Paris, obviously. But yeah, this is where I come from and I moved to Berlin last year. Das sind hier die Hashtag professionell. Ich weiß nicht, wie lange ich das Auto nicht mehr aufgeräumt habe. Das ist etwas länger her, wie man vielleicht unschwer bemerken kann. Ach, gar nicht. Ich bin nicht nett, dass du was filmen. Nice. So, okay, wir fangen an. Also. Team Alkohol schlägt zu. Die wichtigste Frage, wenn man auf dem Party Alkohol kauft, ist natürlich, welcher Bier kaufen. Ja, besonders in Berlin. Da muss man halt überhaupt keine Ahnung. Das machen. Lol. Das auf jeden Fall. Ich hole mal eben den Wagen und dann packen wir schon. Okay. Yeah, something broke. Can you hold like the car behind? I guess we have to put it down. For now. There. No problem. Okay. Ist eh nur ein Video für Veni, Alter. Können wir sagen, was wir wollen? Ja, Veni ist überhaupt ein sehr toller YouTuber. Nein. Aber abonniert mal unsere Kanäle. Ja, eben. Wir sind viel besser. Ja, of course, you're filming all of it. Prost. Cheers. So. Jawohl. Hier, davon sind zwei insgesamt, wir sehen hier nicht. Sechs O-Saft aber. Und dann haben wir eine Cola, eine Sprite, noch eine Cola. And then you have to like to clear everything that's in that table and move it to another place. Yeah. What the fuck? I never know that. This is like creepy as hell. And it was standing there all the time. Watching us. We should place it somewhere. And maybe someone who's drunk tomorrow will recognize it. <Yeah. laughs> Like, what is that? What the fuck with his tiny legs and everything? Okay, so let's find the best spot for that. I guess it will be right on the corner here. Watching yeah. You. Someone is grabbing a drink right here. Yeah, washing his hands. Ich bin mal kurz hier drauf. Gott. Gleich nächste Runde.
to 10 minutes left. Did you put it in Nika's room? 10 minutes? Yeah, I guess so, yeah. Otherwise, just put it somewhere. Yeah, exactly. That. Just in Nika's room, that is super. This is fair. Nothing changed. We didn't. It was like this when you left. Yeah, I mean. Yep, fine. Yeah, sit down though. Like this. On the wall or in the theory? Yeah, on the wall. Just take out the trash actually. Because we got a lot of shit here. Anna! Das passiert, wenn man keine richtige Arschlöse Party haben kann. So, Sidney, kannst du mir mal zeigen, die Kette sind schon mal rum? Also. Ja, dann würde ich sagen, klapp zu. Nächste Runde. Nein, Tobi, nicht nächste Runde. Auch schade. Hey! So, wir durften leider drin nicht filmen. Ja. Aber leider. Unsere Ausbeute ist strong. So, wir müssen da rüber. Ah, ja. Auf jeden Fall haben wir stark eingekauft. Stark verteidigt. So, jetzt gesund. Ich denke mal, wir sind gewappnet für eine gute Zeit. Danke übrigens, dass du mir spontan geholfen hast. Weil wenn du jetzt nicht da wärst, oder wenn ihr beide jetzt nicht da wärt, dann hätten wir natürlich auch kein Videomaterial davon. Aber ich hätte es auch alles alleine machen müssen, beziehungsweise mit meinem Mitbewohner. Und das wäre echt eine Menge Arbeit gewesen. Für wenigstens. Gut, jetzt haben wir hier noch, dann müssen wir den Rest reinbekommen. Und denk mal, wir sehen uns gleich an der Wohnung. In dem Sinne. In dem Sinne. No, I think he's gonna turn out like into a cat slowly. Nix da boy. Nice. Die Katze. You know what it means? Alles sauber. So, what does it mean? Everything's cleaned up. Ja, man. And I come back in 1 second. Okay, he will come with me in his camera, I guess. Okay, so yeah. We have to come down and help Niklas carrying the beers from the wrong floor to... Fourth or fifth? Exactly. No. Very last floor. Okay, a lot of effort, so. Schau den Franzosen an. Casually mit den Baguettes. Stereotypical French guy, man. Not French, oh. So, just passing by. Exactly. Wir können jetzt einmal ganz kurz ein Resümee ziehen. Das könnte reichen. Wissen wir nicht genau. Team Party, do your thing. Stabil. Und ich mach gar nichts. So, we ready for the party? I am. Alles geschafft. Geil! Morgen. Das sieht ja so dumm aus, wenn man dabei nichts sagt, so. Mahlzeit. Und so lassen Sie das. Wie war das Frühstück?
Ja, es war sehr gut. Wir durften leider nicht filmen. Wie schade. Oh. Und ja, ich mache jetzt eine Snapchat-Story. Also, habe ich gerade gemacht. Nice. Ja. Voll schwer bei den anderen, Alter. Aber ich muss jetzt mal dein Ohr. Alter, deine Schulter ist bestimmt voller. Hey, das Spiel ist schwer bei den anderen. Mach es lieber selber. Bei den anderen geht gar nicht. Ja. mach mal selber. Wie man macht in die Hand. Alter. I am tired of this place. I hope people change. I need time to replace. What I gave away, and my hopes they are high. I must keep them small. Though I try to resist, I still want it all. I see swimming pools and living rooms and airplanes. I see a little house on the hill and children's names. I see quiet nights, part of a. Ich bin maßlos begeistert davon, dass so viele Leute hier sind heute. Also, wir sind alle absolut sprachlos und unser Plan war schon vorher, euch die bestmögliche Show zu liefern, die es überhaupt gibt, die möglich ist. Wir sind jetzt nochmal 1000% mehr motiviert. Wir hoffen absolut, dass ihr heute Spaß habt. So hat es auch angefangen, lange Zeit. Lass dich auch schminken. Also mal von Bunny bitte. Hallo? Hallo? Ich lass mich nicht schminken. Ja? Ich bin der Naturschönheit. Okay. Deswegen gehe ich naturgeil auf die Bühne. Mhm. Wenn wir gewonnen haben, ziehe ich mich aus. Okay. Team bei Power. Man das sich da vorher vielleicht abgeschworen, aber wegen Namen. Gehen wir vor Spiel, weil ich nicht gehe. Gerade hat Kuh gewonnen. Aber wie? Ich glaube, dass SKT das am Anfang nicht serious gespielt hat. Und dann Fuchs. Ja, ich Fuchs, ne? Aber Faker ist gefailed flashed. Ja, das war das sogar nicht, das Faker. Nicht. Das ist gescriptet gewesen. Das ist gescriptet gewesen, ich weiß. Ja, und auf jeden Fall gibt es ein viertes Match. Wird spannend. Nicht. Wie vorhin gesagt, erst die Top-Laner, Jungler, Mid-Laner, Bot-Lane. So weit könnt ihr mir folgen, kommt ja. Danach kommt der Punkt, kommt das Pick and Bun im Draft-Pick. Ihr seid im Team, wir können also miteinander reden. Das ist relativ laut.
Auf geht's, Steuerung 4, Steuerung 4! Immer noch kein Paar? Nein, immer nur noch einen! Wer kauft denn einen Schuh?